Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonntagsausgabe vom Tagebuch Call of the Wild the Hunter. Wir sind immer noch in der Midway Tiger. Ich habe mir überlegt, wir werden hier heute noch bleiben und nochmal versuchen, ein Schwein zu jagen. Ich setze mal hier einen Wegpunkt hin. Hier geht es jetzt mal hin. In diesem Bereich müssen wir ein Schwein jagen. Das sollte eigentlich... Wir müssen sogar zwei Schweine jagen. Oh, Männchen mal eben. Bevor wir das machen, ich wollte doch vorbereitet sein heute, zur Abwechslung mal. Bevor wir das machen, werden wir uns nochmal die Lockmittel angucken. Und nochmal die Lockmittel, wo sind sie denn, die guten? Die nochmal austauschen. Wir müssen ja nicht so viel Zeugs mitnehmen. Ne? Wir können ja mal hier zum Beispiel den Rothirsch und den Sika-Hirsch, den können wir mal weglassen. Und dafür nehmen wir mal die Deluxe-Enten-Sache mit. Nein, wir gucken mal nach etwas, was die Schweine anlockt. Kragenente, Kanadagans, Puma, Iberischer Wolf, Grauwolf, Streifenschakal, Samba Rosa, Schweinshirsch, okay, Spaltfußgans, what the heck, ich kann mir gar nicht erinnern, dass ich so viele Dinger da hatte. Hier, Wildschwein, Warzenschwein, Razorback. Das nehmen wir mal mit. Das klingt super. Wir haben sogar ein paar Attrappen hier. Die könnte ich eigentlich auch nochmal vorstellen in irgendeinem schönen Video. Und so viele Zelte. Guck mal, wie schöne Zelte wir hier haben. Ach, und Hochsitze, die sind besonders toll. Aber nur gut, jetzt haben wir erstmal... Tatsächlich, wir können das einmal hier lassen. Guck mal, da haben wir sogar noch vielleicht Platz für eine Waffe. So, haben wir das jetzt? Das sind die Wildschwein-Lockpfeifen. Okay. Hier haben wir ein paar Waffen. Wir können ja mal gucken. Ein paar Bögen haben wir auch dabei. Oh, gibt schon schöne Sachen hier, ne? Der Laden. Was bietet der Laden denn? Mal gucken, ob ich hier nochmal rein. Also wir haben hier was für... Das Problem hierbei ist immer, man sieht leider hier bei den Waffen, und ich frage mich nach wie vor, nach hunderten von Stunden des Spielens, warum ist das hier eigentlich nicht das... auf der Waffe steht, wofür man das braucht. Warum ist das auf der Munition? Warum? Also wirklich, warum? Versteht doch kein Mensch, oder? Ich glaube, die haben die Symbole hier so ein bisschen geändert. Das sieht natürlich schon schön aus. Die hier ist 6,5 mm Geschoss mit Polymerspritze. So, also 6,5 mm Geschoss mit Polymerspritze. Und welche Waffe braucht das jetzt, ne? Wo wird denn das hier eigentlich? Das wird hier gar nicht gezeigt, ne? Da muss man dann tatsächlich einmal hier rausgehen. Das möchte ich bitte auch einfach mal so lassen. Kann das mal einfach so bleiben, bitte? Haben wir das zufällig schon? Nee. Das hier wäre das, ne? Das 7 mm Regent Magnum. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Ich sah es ein bisschen durcheinander, oder? Was habe ich gerade gesagt? Die 6,5 mm. Moment, das war im Lager, ne? Okay, alles klar. Manchmal ist es ja auch ein bisschen schwierig hier. So, empfohlene Klassen, Ausrüstung speichern. Und jetzt hier... Kann man hier jetzt nicht irgendwo, gab es das aus dem Button? Na, dann gab es das wahrscheinlich bei der anderen Sache. Ah, man kann Ausrüstungsslots hier verwenden. Das ist ja schön, das ist ja neu. Das könnte man sich auch mal angucken. Also ich weiß gerade nicht, wofür, für welche Waffe das hier ist. Normalerweise gab es da so einen Button, dass man dann die Waffe entsprechend sich direkt anzeigen lassen kann. Also wie hier zum Beispiel, dann kann man hier kompatible Gegenstände auswählen. Das heißt, jetzt müssten wir mal gucken, welche Munition haben wir denn so. Hier, das hier zum Beispiel. Kompatible Gegenstände. Und da haben wir das Mertenson 6,5 mm Blitz. Mertenson 6,5 mm. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Ihr seht schon, das hat hier alles so seine... Da ist es. Und dann setzen wir das dazu. Das können wir sogar noch dazu nehmen. Hervorragend. Hat hier alles seine Systematik, nicht wahr? So, was ist das jetzt hier? Nehmen wir mal das Kullmann raus und das Mertenson auf die 5 rein. Und dann brauchen wir noch die Munition. Das waren die 6,5. Polymerspitze. Das Visier. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum.
Ich glaube, das hier ist das Bessere, ne? Ich nehme immer das Gleiche. Okay, also auf der 5 haben wir jetzt entsprechend das für die Wildschweinjagd. Gucken wir uns das noch mal an. Yay, okay. Na gut, das sollte es tun für heute. Ja, ich wollte mich mal ein bisschen besser vorbereiten und nicht einfach blindlings hier in die Tagebuchfolge starten. Heute ist mal wieder Sonntag, wenn ihr das hier seht. Sonntagvormittag wird ja immer dieses Video veröffentlicht. Also wer da Lust und Zeit hat, kann sonntags morgens immer auf diesen Kanal gehen und sich meine Highlights der Woche anhören, während wir hier lustig auf der Jagd sind. Diese Woche gibt es nicht so viele Highlights. Diese Woche gibt es eher mal wieder Trouble und Stress und Complaints quasi, also Beschwerden in alle Richtungen. Das lag diese Woche tatsächlich überwiegend an der Technik. Oder wie ich es zusammenfassen würde, es wäre halt schön, wenn jeder einfach in Deutschland mal so seinen Job machen würde. Ne? Einfach mal den Job machen. Der wäre jedem mit schon geholfen. Aber gut, eins nach dem anderen. Das erste, was ich erzählen möchte, ist, was ich diese Woche gespielt habe. Und der eine oder andere weiß ja, ich warte auf ein paar Spiele. Zum Beispiel das Spiel Lies of P. Das kommt jetzt Mitte September raus. Ist ein Souls-like-Titel. Und wie ich jetzt von Thor erfahren habe, soll das angeblich für alle viel zu leicht sein. Dann heißt das für mich, es ist genau richtig. Es trifft genau meine Schwierigkeitsstufe. Ja, damit ich mir das Warten ein bisschen verkürze darauf, gab es diese Woche im Warenkorb einmal Thymesia. Das ist auch ein Souls-like-Titel. Da spielen wir einen, sowas wie einen Pestdoktor. Und dieser Pestdoktor läuft jetzt durch, verschiedene Levels und muss da im Dark Souls-Style eben Gegner erledigen und Informationen sammeln. Und wenn es gut läuft, kriegen wir nicht nur die Story mit. Wenn es gut läuft, schaffen wir da auch quasi das Spiel durchzuspielen. Angeblich geht das in 6 Stunden. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 3 und habe das erste Level noch nicht geschafft. Also das Tutorial-Gebiet habe ich geschafft, das war nicht so das Problem. Besonders, weil der Tutorial-Endgegner gescriptet war. Dann hat man den mal gehauen und dann war man aber auch ruckzucki tot. Das sollte auch wohl so sein. Genau. Das spiele ich jetzt immer mal wieder. Ich brauche tatsächlich da mal so 2-3 Stunden Ruhe für. Und vor allen Dingen brauche ich halt so eine Ausgeglichenheit, die mir sagt, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt sterbe. Dann fange ich eben nochmal von vorne an. Das ist ja schön hier mit dem Schnee. Ja. Ja, und da muss man erstmal reinkommen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Das Setting ist super angenehm, super schön. Die Schlagtechniken sind ein bisschen unterschiedlich zum Dark Souls, aber na gut. Das wird sich ja dann bei Lies of P ähnlich darstellen. Ne? Ich finde ja gut, wenn die Spiele versuchen, so einen eigenen Flair reinzubringen. Ja, also entweder bleiben sie ganz nah an der Vorgabe oder sie bringen so einen ganz eigenen Flair rein. Ja, und ich bin noch nicht sicher, ob ich da nicht gleich einfach mal weiterspiele. Und das Spiel einfach mal starte und da einfach mal 1-2 Stunden versuche, da mal reinzusuchten und mal zu gucken, ob mir das gelingt. Ja, und dann gibt es ja noch das Strategiefest auf Steam. Ich weiß bei Steam bei diesen Sales quasi nie genau, ob die Fest also Englisch meinen, also ob das ein englischer Begriff sein soll, oder ob die einfach wirklich sagen, es ist ein Fest. Wenn die im Englischen, also wenn das ein deutscher Begriff ist, das Fest, ja, so wie die das Schützenfest oder so, finde ich das äußerst schlecht gewählt. Strategiefest, naja. Ja, da habe ich auch schon mit ein paar Sachen geliebäugelt und es sind auch schon 1-2 Sachen spontan in den Warenkorb geflossen. Auch wieder ein bisschen schwierig, aber na gut. Ihr wisst ja, ich glaube, ich habe da einfach eine Schwäche, das Ganze zurückzuhalten oder irgendwie Kompensationsbedarf oder weiß der Kuckuck was. Ich probiere es halt gerne aus, ne? So. Ja, und zu einem von diesen Spielen, die da in dem Warenkorb gelandet sind, wird es wahrscheinlich auch ein Vorstellungsvideo geben. Ich mal gucken, ob ich das heute aufzeichne oder morgen oder so. Jedenfalls die Tage. Mhm. Ja, jetzt liebäugle ich noch mit dem Great House of Calderon. Das ist ein sowas ähnliches wie Crusader Kings 3. Nur ist es leider noch im Early Access und leider auch auf Englisch nur verfügbar. Und das sind eigentlich 2 Kriterien, die ich dann nicht möchte. Da ist jetzt gerade irgendwas gewesen. Ach, ärgerlich. Also Early Access ist immer der erste Punkt, der mich zurückhält. Und dann auch noch nur auf Englisch. Ich meine, das
werde ich wahrscheinlich schon hinkriegen. Das wird jetzt nicht von der Sprache her das Riesenproblem sein. Das eine oder andere kann man ja notfalls nochmal übersetzen mit dem Google Translator. Aber Early Access und Englisch ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Ich möchte dann schon auch eine deutsche Version des Ganzen haben. Da Spuren untersuchen. Da war irgendwas. Ich glaube, das bezog sich aber auf das hier. Ne? Ja. Ach, genau, deswegen weiß ich noch nicht genau. Und das kostet, glaube ich, 20 Euro. Und ja, ich warte da eigentlich noch ein paar Reviews ab, die sich so langsam nur zögerlich reinbringen. Und haben wir ja in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Reviews auf Steam sind einfach auch furchtbar. Ja. Oder sagen wir mal diese Review-Kultur. Ja. Man gibt eine Rückmeldung über das Spiel und manchmal ist man mit bestimmten Dingen nicht zufrieden. Und vielleicht wird dann in den einen oder anderen Fällen auch ein bisschen mehr negativ reviewed, als das Spiel es quasi verdient hätte. Ja, es ist halt nicht so einfach. So, jetzt gehen wir mal hier so hin. Naja. Und ich glaube, Spieler werden auch zunehmend anspruchsvoller. Und man hat sich auch schon 1, 2, 3, 4, 500 Mal auf irgendwas gefreut und wurde dann richtig enttäuscht. Da haben wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Jetzt aktuell, in dieser Woche, gibt es ja auch schon die ersten Spieler, die Starfield spielen können. Und ich sag mal, wenn das jetzt so richtig rauskommt, ich weiß gar nicht, ob das heute rauskommt oder gestern. Jedenfalls seit 3, 4 Tagen spielen das schon alle, zumindest die Vorbesteller. Und da bin ich mal gespannt, wie die Reviews da so abgehen, was da eigentlich wirklich Sache ist. Ich meine, alle Influencer spielen das halt schon. Deren Meinung natürlich ein bisschen fragwürdig ist, ist ja klar, die kriegen ja teils auch Geld dafür. Da ist ein schöner Stein, ja, schöner Stein, wunderschön. Oh, warte mal, wir haben doch hier die, die Tröte, ich bin ja auch eine Tröte. Hier Inventar, warte mal, Lockpfeife, Lockmittel, Wildschweinpfeife auf der 9. So, guck mal hier, ich bin eine Tröte, ich hab total vergessen. Ja, das sind die Sounds, die man in so einem Let's Play möchte. Okay. Wenn der Elch sich auf meinen Tröten meldet, dann stimmt da irgendwas mit der Tröte nicht, würde ich sagen. Das ist ja sehr bedauerlich. So, hier bin ich nicht sichtbar. Das ist doch schön. Wenn ich so sehr nah an dem Baum bin und der Hund auch. Pass mal auf, Hund. Genau, sehr gut. Also ihr seht, diesmal habe ich das hier ein bisschen mit der Schweinejagd ein bisschen ernster genommen. Ich habe mir schon überlegt, diese Pfeife mitzunehmen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Lassen wir mal ganz kurz checken, wie viel Meter hat die denn? 200 Meter? Na, guck mal. Dauer 90 Sekunden. Dieser Quieklock ruft, zieht männliche und weibliche Wildschweine an. Mhm. Ja gut, wir müssen da Wildschweine jagen, ne? Ja, Wildschweine. Also, bestens verbreitet. Besser geht es quasi nicht. Der Hund ist ruhig. Jetzt bin ich wieder sichtbar. Wie kann denn das sein? Jetzt bin ich nicht sichtbar, aber jetzt sehe ich auch nichts mehr. Ach, guck mal hier, alle Hinweise anzeigen. Ja, ja, okay, ich verstehe. Wir haben doch keinen Stein, oder? Doch, wir haben einen Stein. Guck mal, ist das schön. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, zumindest war das früher mal so. Ja, guck mal hier. Super. Ja, wenn man auf so einem Stein liegt, ist man nahezu unsichtbar. Das seht ihr rechts unten an diesem durchgestrichenen Strich. Also an dem Strich halt. Jetzt nur ein bisschen die Frage, ob das ausreicht. Wir sind mitten im Gebiet.
Das sollte gehen. Die Frage ist, gucken wir mal, 24 Meter. Ja, das ist natürlich hier schon ein Kilometer. Das heißt, die hören das nicht so richtig. Die hören das halt bis hier ungefähr. Also in dem Radius hier würden die das hören. Naja, gut, besser als nichts, ne? Aber das ruhig noch ein paar Mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, also egal zu welchem Spiel ich mir die Steam-Seite angucke, meistens gibt es ja immer wieder auch negative Reviews und es ist ja auch wichtig und gut, sich die durchzulesen. Und dann muss man natürlich sich da informieren, also was wird denn da eigentlich beklagt und bejammert, und wenn das jetzt nicht allzu schlimm ist, dann kann man das Spiel ja kaufen. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Kriterien von Englisch und Early Access. Zunehmend kaufe ich keine Early Access-Titel mehr, es gelingt mir nicht immer. Aber in den meisten Fällen dann schon. Und das ist auch gut so. Ja, und bei Starfield, das kommt halt jetzt raus. Und ich bin gespannt, wie da die Kultur sein wird. Da fällt mir ein, letzte Woche kam irgendwie sehr passend dazu. Ich wusste das ja alles leider vorher nicht so ganz genau. Da kam mein No Man's Sky Let's Play raus. Und es hat jetzt gestartet. Und Folge 1 ist da echt mit fast 200 Aufrufen super gut durch die Decke gegangen. Ich muss sagen, es lag auch ein bisschen daran, dass gerade in der Woche No Man's Sky nochmal ein Update mit einem Content-Patch irgendwas bekommen hat. Ich habe es noch nicht so ganz rausprobiert. Ich habe seither nicht mehr gespielt, tatsächlich. Ja, und deswegen glaube ich, hat das von den Video-Aufrufzahlen auf meinem Kanal richtig reingehauen. Fand ich gut. Ja, und so kommen wir so langsam mal in Richtung der 500 Abonnenten. Das finde ich auch nicht so schlecht. Also ich glaube, die 500er-Marke finde ich nochmal wichtig. Genau, da sind wir noch 60 Abonnenten von entfernt. Gut, was soll man sagen? Ne? Man tut, was man kann. Und da ich jetzt gerade auch so eine, sagen wir mal, eine schöpferische und emotionale Pause mache auf YouTube, also nur so ein bisschen, spiele, ist das natürlich auch gerade, oder stockt einfach auch gerade ein bisschen. Ich spiele super gerne War Tales immer noch und da werde ich auch nachher noch ein bisschen was aufnehmen. Hier, das spiele ich natürlich super gerne. Ich spiele auch gerne No Man's Sky und ja, was wir jetzt seit 2 Wochen auch machen, wir suchten halt in Payday 2 rein. Ich glaube jetzt mal gerade, dass ich mir nicht Payday 3 kaufen werde, weil, naja, also 40 Euro nochmal von vorne, die gleichen Missionen, die gleichen Maps, ich weiß es nicht. Also das muss mich dann richtig noch überzeugen bei dem, was da kommt. Ja, so macht das tatsächlich richtig viel Spaß mit der Sandra und dem Thor. Und da sind wir ja auch echt manchmal dabei und wollen es jetzt aber auch schaffen. Wir schaffen es halt nicht immer. Komm. Oder sagen wir mal, wir schaffen es eher selten, aber es macht halt Laune. Aber das ist ein bisschen die Herausforderung, die man dann so sucht und auch findet, ne? Ah, ist schon toll. Also, der Elch. Also, ich weiß auch nicht. Der hat sich wohl ein bisschen vertan, der Elch. Was? Ob die Schweine beim Elch sind? Lass mal gucken. Wir könnten ja mal hier noch hinlaufen. So, was ist das? Da oben hin. Und ja, mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, vielleicht von da oben nochmal was anzulocken. Ja, ich muss auch gestehen, wetterbedingt, also die Woche hat es überwiegend, da war was. Die Woche hat es hier überwiegend geregnet, sehr unbeständig das Wetter, abends ein bisschen Sonnenschein, dann den ganzen Tag über Regen und dann nicht ein bisschen Regen, sondern richtig Schütti. Aus allen Eimern. Volle Möhre. Das war schon echt ein bisschen... Ja, gut, aber jedenfalls, das macht so ein bisschen Herbststimmung und... ich glaube auch letztes Wochenende, da war das, da hatte der Philipp mir sogar schon Bilder von Lebkuchen geschickt. Also es macht ein bisschen Herbststimmung und ich muss gestehen, ich freue mich da ein bisschen drauf, wenn das alles wieder ein bisschen dunkler wird. Man kann abends dann schön am Computer sitzen und ein bisschen zocken. Das hat ja so eine besondere Gemütlichkeit, wie ich finde.
Hi. Okay. Warnruf. Jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, dass wir hier um die Kurve kommen. Vielleicht da auf den Stein drauf. Also wir sind den Schweinen jetzt auf der Spur. Das ist schon mal gut. Gucken wir mal, ob wir hier auf den Platz... Setz dich hin. Komm. Hinsetzen. Oh nee, nicht in die Kamera. Ja, alles klar. Gut. So, jetzt klettern wir hier den Berg hoch. Sehr gut. Und auch hier seht ihr, wir sind wieder unsichtbar. Die Schweine sehen uns erst bei in, also wirklich auf allernächster Nähe. Dann gucken wir uns das mal an, ob das funktioniert. Der Elch will es wissen. Aber nein, ich komme jetzt hier, gehe jetzt hier nicht auf die Elchjagd. Ich hätte bei der Überlegung, also bei den Vorüberlegungen für dieses, für diese Folge hier, darüber nachgedacht, das mit diesem, mit der Trophäenhütte zu machen, habe mich aber nochmal dagegen entschieden. Dachte, heute machen wir nochmal die Schweinejagd. Ich werde einfach auch super gern mal erfolgreich. Funktioniert nicht so ganz tatsächlich. Ja, ich habe am Anfang angekündigt oder angedeutet, worüber habe ich mich die Woche geärgert, abgesehen vom Straßenverkehr, der ja einfach wirklich irre ist. Ich habe diese Woche wieder fast einen Autounfall gehabt, weil ich auf einen Kreisverkehr zugefahren bin und auf der linken Seite kamen zwei Autos, die in meine Straße quasi abbiegen wollten. Blinker hatten sie gesetzt, also dachte ich, naja, die fahren halt jetzt irgendwie gleich rechts ab, dann kann ich ja noch in den Kreisverkehr rein. Ich hatte aber nicht mit dem BMW-Fahrer gerechnet, der dann auf 80 beschleunigt hat im Kreisverkehr, um die beiden dann auch noch illegalerweise links zu überholen. Ja, und dann wollte, also dann bremste der irgendwie und bin ich ganz sicher, ob ich hier Schweinetapsen höre. Der bremste dann und wurde dann auch böse. Ja, also klar haben die im Kreisverkehr Vorfahrt, aber wenn ja absehbar ist, dass die nächsten beiden Autos abbiegen werden und die dann noch locker 20 Sekunden brauchen, dann kann ich ja schon mal reinfahren in den Kreisverkehr. Es kam ja keiner. Wie gesagt, dass der dann links an denen vorbeizog mit 80 und Vollgas, das konnte ich nun wirklich nicht ahnen. Hoppala. Jetzt einmal hier mal in den Geräuschpegel mal genau hinhören. Also es scheint mir nicht zu gelingen, die anzuziehen, die Scheune. Das ist ja verrückt. Mal hier mal gucken, aber man sieht nichts und man hört auch nichts, ne? Bedauerlich, bedauerlich. Sehr bedauerlich. Aber gut, letztes Mal hat es ja auch erst, sagen wir mal, im letzten Drücker geklappt. Warum sollte das diesmal so auf Anhieb funktionieren, ne? Dann treten wir noch mal ein bisschen was. Hm? Ja gut, also was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, was mein eigentliches Problem war diese Woche. Und ja, ich muss mich halt schon wieder aufregen. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen Teil des Kanalprogramms hier, dass sich aufregen. Wir gehen mal ein Stück weiter. Ich weiß nicht so ganz, warum legt er sich ständig hin? Y, warum legst du dich jetzt ständig hin? Ah, okay. Also, ich bin am Dienstag in die Praxis gefahren und ich wusste, ich muss für mein Kartenlesegerät die Sicherheitszertifikats
Karte XY tauschen und das wird wahrscheinlich ein bisschen was dauern. Dann wird das Ding neu installiert, irgendwie so bla bla. Und wenn es gut läuft, geht das alles in 20 Minuten und dann ist gut und dann kann ich arbeiten. Ja. Das war natürlich nicht so. Ich habe mir stattdessen die gesamte Technik zerschossen. Das heißt, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur die Karte getauscht. Das ging relativ einfach. Und dann ging einfach auch gar nichts mehr. Das war wirklich sehr, also wirklich sehr bemerkenswert. Ja, und das kennt man ja mitunter, diese Technik, die wir da verwenden, Karten einzulesen mit so einem Kartenterminal. Und da brauchen wir zwei Sicherheits- und personenbezogene Karten, so Chipkarten, ein bisschen wie beim Mobile Phone, diese Karten, die man ins Handy steckt. Die braucht man einmal. Und ja, der Connector, der dann quasi den Abgleich mit den Daten auf der Karte, auf der Chipkarte des Patienten und den Krankenkassenkarten zieht, der braucht dann auch nochmal ein Update. Ach ja. Nun ja. Ja, und alles irgendwie ging nicht mehr. Vorne und hinten hat es geblinkt, rot, Internetverbindung weg. Ach, das war ein Traum. Das Ding konnte man einfach nicht mehr zuordnen. Ja, und was ich dann mache, ist natürlich mein Serviceunternehmen anrufen, für das ich ja ungefähr 1200 Euro im Jahr bezahlen muss, ja, weil ich diese Technik ja haben muss. Muss ich ja eben auch, oder habe ich auch eben dann dieses Servicetechnikunternehmen. Muss man haben. Es ist nicht die Frage, ob ich das möchte, sondern da ist eins. Da war eins. Da war eins. Okay, ich erzähle es gleich weiter. Sehr gut. Und was wir direkt machen, wir callen direkt nach. Hiha, hiha, hiha. Der Fleck war vorher nicht da, oder? Ich glaube, der ist neu. So geht Jagen, ja? So geht das hier mit dem Jagen. Nicht so wie die letzten 30 Folgen, wo ich einfach nur hier durch die Gegend renne und alles verscheuche. So funktioniert das mit dem Jagen. Mann, 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 Mann. Naja, jedenfalls, ich rufe also da an und wie immer sagt das Serviceunternehmen, ja, leider erreichen Sie bei uns gerade keinen. Sprechen Sie doch bitte Ihr Anliegen auf die Mailbox. So, die sagen da schon gar nicht, wir rufen Sie dann zurück. Nein, nein, das machen die nicht. Die sagen nur, Sie können uns auf die Mailbox sprechen, wenn Sie das möchten. Nett von euch, denke ich mir da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Tier gut getroffen habe. Bitte, 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 bitte. Ja, Gold, guck mal hier. Richtig krass, Verwertungsprüfung. Ding, 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 ding. Gold, wir stopfen das mal aus. 4000 ist nicht viel. Man weiß ja nie, wofür man es mal braucht. Ah, guck mal hier. Hallo, mein Freund. Tierpräparator. Nice shooting. But don't get cocky, did ya? Nein, natürlich nicht. You'll need to harvest another boar before the pack runs off. Genau, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich lege mich mal ganz kurz hin. Und wir gucken uns mal die Missionen an. Da waren nämlich einige, ne? Erlege ein Elch. Hier, erlege ein Wildschwein mit intakten Lungen und verwerte es. Das habe ich nicht geschafft. Ist das an eine Karte gebunden? Oh ja. Schade. Und die Wildschweinejagd hier, erlege zwei Wildschweine und verwerte sie. Ja, da fehlt halt jetzt tatsächlich dann noch das zweite, genau. Das zweite fehlt noch. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. Naja, also habe ich die Mailbox gesprochen. Hallo, hier funktioniert gerade gar nichts mehr. Rufen Sie mich doch gerne mal zurück. Ich bin den ganzen Tag erreichbar, bis abends um 19 Uhr. Also, alles machbar, alles gut drin, gar kein Problem. Ja, da ist natürlich nichts passiert. Ich habe es halt auch weiterhin versucht. Ich habe also jetzt insgesamt dann, ich sag mal, das ging dann bis Donnerstagmittag so. Ich hatte bis Donnerstagmittag, also in 2,5 Tagen, 17 Mal angerufen. Und 4-mal auf die Mailbox gesprochen. Und um Rückruf gebeten. Logischerweise. Ja, mit dem Ergebnis da gleich, also gleich 0. Keiner hat sich da bemüht oder hat sich gekümmert. Setz dich mal hin. Und das fand ich dann doch ziemlich ärgerlich. Und mit zunehmender Dauer, also ich habe das Problem auch nicht selber hingekriegt, ne, aber mit der zunehmenden Dauer wurde ich halt auch richtig wütend. Und dann habe ich am Donnerstag eine Mail geschrieben. Die hatte ich dann noch mühselig rausgekramt.
Muss zwischendurch immer mal hören, ob ich nicht was höre von wegen Wildschwein. Ne, gar nicht. Genau, die habe ich irgendwo mühselig rausgekramt und dann habe ich da eine Mail geschrieben und habe halt geschrieben, ne, schon 10 Mal, schon 17 Mal angerufen, 4 Mal auf die Mailbox gesprochen. Erklären Sie mir doch mal bitte, was ich machen muss, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Ja. Und siehe da, ganze, ich sag mal, 7 Minuten später rief dann auch eine Dame zurück. Die hat sich ja noch entschuldigt und ich habe dann gesagt, ja, aber. Also das ist ja, also ich habe ja zwei Probleme, ne? Einmal die Technik und dann einmal ihre Erreichbarkeit. Das geht halt so nicht, ne? Also wenn ich da jetzt Geld für bezahle, dann will ich, dass dann ein Rückruf erfolgt. Die meinte dann, ja, uns glühen hier die Ohren, es rufen so viele Menschen an. Ich so, ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Also in der Kalkulation dieser ganzen Apparate, der Technik, der Service, Instandhaltung und Wartung und der Preis, den ich zahle, ist ja. Das muss ja so kalkuliert sein, dass sie auch die Anfragen, die da kommen, beherrschen. Und wenn die Technik halt scheiße ist, ja, dann haben sie halt verkackt, dann haben sie ein scheiß Produkt verkauft. Dann müssen sie halt mehr Leute einstellen, die die Technikfragen halt auch beantworten. Ist ja nicht mein Problem. Ja, ich habe eine Leistung gebucht. Was ist das denn? Wildschwein? Das ist ein Wildschwein. Oh, ich habe eine Technik. Oh, dann ich habe ein Wildschwein. Also ich habe eine Technik gebucht und die ich bezahle und. Ich möchte halt entsprechend auch. Ja, das habe ich auch, das Schwein. Okay. Hervorragend. Dann haben wir die Schweinejagd jetzt beendet, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Das Gewehr ist schön. Warum habe ich das nicht früher schon mal dabei gehabt? Liefen da noch mehr jetzt rum? Da läuft noch eins rum. Das ist ein Elch. Den machen wir gleich. Ja, hervorragend. Das haben wir auch, das Schwein. Dann holen wir uns das jetzt mal ab und dann verreisen wir woanders hin. So, naja, jedenfalls, also ich ärgere mich darüber, dass die Leute einfach nicht mal ihren Job machen. Oder dass sie das halt irgendwie so finanziell knapp kalkulieren, dass die einfach nicht ans Telefon gehen, nicht zurückrufen und nix. Und man muss sich erst beschweren, man muss richtig wütend werden, bis da mal eine Antwort kommt. Und ich finde, das geht so nicht. Die Dame meinte am Ende dann auch, sie würde meine Beschwerde weiterleiten. Und ich sagte, ja, das finde ich gut, weil ich will tatsächlich auch wissen, was da eigentlich jetzt los ist. Ja, wenn ich da 1.200 € bezahle für Instandhaltung und Wartung, dann bedeutet das ja auch, repariert bitte meine Fehler. Naja, mal gucken, was sich da ergibt. Ich konnte dann ab Donnerstag wieder Karten einlesen und dann war die Welt wieder in Ordnung. Und ich persönlich bin dann auch tatsächlich wieder befriedigt und beruhigt. Es ist mir dann gar nicht so wichtig, tatsächlich auf der Flucht. Es ist mir gar nicht so. Warte mal, du bellst von der linken Seite und stehst da rechts. Was ist denn mit dir los? Es ist mir dann gar nicht so wichtig, dass das dann noch passiert. Ja, guck mal hier. Ja, das war ein liegendes Schwein. Das hat auch nichts kommen sehen. Schade auch. Naja, Pech gehabt. So, hier war noch ein Schwein, habe ich gesehen. Nee, das ist gar kein Schwein. Was ist denn das da? If I could understand them, I'm sure the Mastiar would thank you for keeping the boar away from their food. The resources are extremely limited in the taiga. Not just for you and me, but especially for the animals. When the environment is stable, nature has a way of balancing these things. Unfortunately, the environment is now changing so rapidly that nature can't catch up. Chop, chop, wer bist du denn? Du bist doch kein Rentier, ne? Du bist irgendein Elch. Naja, Quatsch, Elch. There is an outpost over to the west of Varrotov Pazemnimir, Doch ein aka Rentier, the guck mal. gateway to the underworld. Yes, that is the real name of a real place. I'm not kidding you. I've marked the area on your hunter mate. Go check in on the outpost. So you're probably wondering, what is this gateway to the underworld? Yeah, wondering. Is Alena sending me to hunt demons and armies of darkness? No, I'm sending you to investigate permafrost. Remember that permafrost is a subterranean layer of ice. Rapidly thawing permafrost has seismic consequences.
besides the odd anthrax outbreak. That's how we ended up with this supernatural rift in the Earth. I could give you a dissertation on the gateway, but you'll know it when you see it. There are more details in your codex if you want extra credit. Waren wir nicht schon in diesem Permafrost? Ich meine, da hätten wir schon so eine Mission gehabt, ne? Also, schön, dass ihr uns nochmal daran erinnert, aber ich meine, wir hätten das schon gehabt. So, wir müssen gleich wirklich mal hier die Gegend verlassen, weil wir wirklich alles niedermetzeln, was hier nicht schnell genug auf den Bäumen ist. Also diese Mertensen-Sache ist ja richtig nice, meine Güte. Nun gut, ja, also zurück zum Thema, ne? Macht doch bitte jeder in Deutschland mal einfach so seinen Job. Einfach mal ganz normal, denkt mal ein bisschen nach, fasst sich gelegentlich mal an den Kopf. Ja. Das würde einfach viele Probleme leichter machen. Silber, Verwertungsprüfung. Hervorragend. Hervorragend, schönes Tier, sehr gut getroffen, aber es stand ja auch still. Ich meine, das war jetzt nicht das Riesenproblem. Naja, wir nehmen es mal mit. So. Was haben wir denn jetzt an Missionen? Hallo? So. Richtung Süden und runter. Reise zum Außenposten. Panja Tiger West. Das machen wir nochmal eben. Panja Tiger West. Zum Außenposten. Panja Tiger. Panjaya Tiger. Wo ist denn hier der? Das hier. Ist das ein. Das ist ein Häuschen, ne? Da können wir doch auch. Können wir da nicht. Den habe ich doch. Das habe ich doch erkundet. Da könnten wir doch eigentlich jetzt mal schnell hinreisen, oder nicht? Oder ist der jetzt gesperrt, weil man da gerade nicht. Ich will keinen Wegpunkt setzen. Warte mal, vielleicht kann man das so machen. Panjaya Tiger West. Hier. Schnellreise. Haha, ausgetrickst. Schön, dass man das Spiel austricksen kann. Ja. Genau, dann habe ich noch meine Vermietung diese Woche angerufen und nochmal über die Toilette gesprochen. Das ist ja auch noch ein bisschen kurios, ne? Hurra! Hab ich mich erschrocken. And prepare yourself before venturing back into the wild. You've earned a respite, but don't go turning lazy on me. We still have loads of work to do. Okay, das Wetter lesen. Ach, ganz schön viele. Ganz schön viele Missionen. The gateway attracts many visitors, but not all of them are welcome. Some of the nanites traveling through your area have reported their food being stolen. Very unusual, especially in winter. Before I go jumping to conclusions about poachers and mammoth pirates, can you see if this is an animal problem? Like a wayward lynx, hungry brown bear. Check around you for tracks. Mach ich, kein Problem. Kein Problem für mich. Kann ich wenigstens in Ruhe ein bisschen was erzählen. Also, genau, ich habe die Verwaltung angerufen wegen der Toilette, die immer noch Geräusche macht, wenn man sich draufsetzt, als würde sie gleich abbrechen. Was halt super unangenehm ist. Tatsächlich, es ist einfach super unangenehm. So, wo sind wir denn? Wir können einmal rechts den Weg lang gehen, ja. Und zeitgleich habe ich dann nochmal gefragt, ob die denn sich bereit erklären würden, das Bad zu sanieren, uns die Badewanne rauszunehmen und stattdessen eine schöne, große, ebenerdige Dusche einzubauen. Also wie im Hotel quasi, ne? Kennt ihr das? Ihr macht hier so einen kleinen Schritt und dann seid ihr, hupsi, auch schon unter der Dusche. Ihr braucht, ach, das wäre halt ein Traum, ja. Und der Techniker meinte, das kostet so ungefähr mit allem drum und dran wahrscheinlich so 2.000 bis 3.000 Euro. So, und dann sagte die Dame, ja, grundsätzlich machen die das schon mal, wenn der Eigentümer dazu zustimmt, wenn jetzt die eigentliche Badewanne oder das eigentliche Bad halt auch schon ein bisschen runtergekommen aussieht. Ich würde sagen, mein Bad sieht jetzt nicht runtergekommen aus, das würde ich jetzt nicht so sehen, aber nach 10 Jahren oder 11 Jahren, in denen ich jetzt hier lebe, wäre es halt auch cool, tatsächlich, naja, diesen, ich sag mal diesen, ja, ich will nicht sagen Traum, das klingt so wie ein, ich hätte gerne Wohnmobil. Also das, was ich so mir vorstellen würde, das umzusetzen. Ich wäre auch bereit, da, sagen wir mal, bis zu der Hälfte zu bezahlen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich hier länger wohnen bleibe. Das macht ja Sinn, ne? Ja, und dann sagt die Dame so, ja, kann man halt gucken, ob man sich dann einigt, ob man dann vielleicht eine Mieterhöhung macht. Und ich dachte so, oh wow, Momentchen mal. Mieterhöhung? Nö. Also Mieterhöhung wirklich nicht. Ach ja, guck mal, wir sind doch außerhalb, schon müssen wieder innerhalb laufen hier.
Meine Mieterhöhung, also ich meine, die Dusche macht ja nur dann Sinn für mich, wenn ich hier auch längerfristig wohnen bleibe. Wenn ich jetzt nach einem Jahr wieder ausziehe, dann wäre natürlich eine Mieterhöhung ganz okay, weil ich dann unter Umständen gar nicht so viel zahlen würde. Aber wenn ich jetzt hier langfristig drin bleibe, sagen wir nochmal 15, 20 Jahre, dann macht eine Mieterhöhung deswegen auch keinen Sinn. Also ich meine, die 3000, also ich meine, das käme ja wahrscheinlich auf die Zahl dann an, aber die 3000 Euro, die das jetzt kostet, sagen wir mal auf eine bestimmte Anzahl von Monate runtergebrochen, da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob sich das lohnt. Also da käme es tatsächlich auf das Angebot an. Ich habe gesagt, ich fotografiere mal die Badewanne und die Dusche und so weiter und dann können wir mal sprechen. Und das ist jetzt Stand der Dinge. Ich bin sehr gespannt, ob die sich das angucken, ob die sich das mal überlegen, ob die sagen, nee, das bleibt mal besser so. Ja, mal sehen. Fände ich natürlich richtig cool, wenn die sagen würden, ja komm, wir renovieren dir oder sanieren dir das Badezimmer. Da kriegst du ja so eine ebenerdige Dusche rein mit so einer großen, schicken Duschbrause. Oh, was blockert denn hier? Da ein Auerhuhn. Naja. Ich finde persönlich, das wäre auf jeden Fall die Aufwertung für diese Wohnung. Klar, es gibt halt Menschen, die auch gerne baden würden. Vielleicht ist Badewanne immer noch eine große Aufwertung. Aber ich würde fast mal denken, vom Energiespargedanken würden die Menschen wahrscheinlich doch mit einer Badewanne viel mehr sparen, oder? An Energie meine ich jetzt. Das sollte doch eigentlich viel besser sein. Gut, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich denke mal, so eine volle Badewanne aufzuheizen ist schon ein bisschen aufwendiger als jetzt nur so eine Dusche von, wie lange dusche ich? 10 Minuten vielleicht? 15, wenn es hochkommt? Ich weiß es nicht. Naja, ich bin mal gespannt, was da so passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nächste Woche, und das ist jetzt auch schon das letzte Thema für heute, nächste Woche muss ich nochmal arbeiten, ne? Und dann habe ich ja, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, spontan Urlaub genommen. Das ist gut so. Ich merke gerade, ich kann das mit dem Arbeiten, irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu viel. Kann man ja auch mal haben, ne? Ist ja nicht so schlimm. Und Futtergebiet entdeckt. Okay, was haben wir da sonst noch? Ein bisschen mehr rechts halten, bis da so ein See kommt. Ja, wollen wir machen. Genau. Das, da freue ich mich drauf. Also noch 4 Tage arbeiten und ich versuche mir nochmal die Termine, die Tage so richtig voll zu knüppeln, damit das ein bisschen einen Ausgleich findet. Aber dann habe ich erstmal 2 Wochen Urlaub und ihr wisst ja, was in den 2 Wochen passiert. Da muss ich jetzt nichts zu sagen. Wenn ihr das nicht wisst, dann schaltet mal schön auf meinen YouTube-Kanal und guckt euch einfach mal die anderen Videos hierzu an, die anderen Tagebuchfolgen. Alle mal schön nacheinander. Im Netz schrieb noch jemand, man könnte das hier auch als ASMR-Einschlafhilfe nehmen. Ja, sei es drum, wenn das euer Geschmack ist zum Einschlafen, dann bin ich ja gerne dabei. Ja, so, und in diesem Sinne, oh, das machen wir jetzt noch. In diesem Sinne rennen wir jetzt noch da hinten hin. Oh, ganz schön anstrengend hier in der Taiga. War ja sehr erfolgreich mit dem, also war ja wirklich sehr erfolgreich mit den beiden Schweinen. Na, Vorbereitung zahlt sich halt manchmal aus, ne? Hier haben wir das schwebende Schwein. Was müssen wir denn machen? Müssen wir ein Foto machen? Durchsuche die Umgebung nach Hinweisen auf ein Raubtier. Jetzt bin ich sicher, ob das jetzt nicht ein Hinweis ist nach einem Raubtier. Ich würde sagen, das ist doch sehr ein Hinweis. Warte mal, wir machen mal ein Foto davon. So. Alle Hinweise anzeigen, ja. Das können wir echt nicht anklicken, ist ja interessant. Hier, Spur untersuchen. Seltsam. Wir machen Schluss an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Schwenkt doch. Oh, Hallöchen. Warte mal, eben du kriegst doch mal ganz kurz noch einen verpasst, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Und zwar mit dieser Wumme, mit Nummer 3. So, macht's gut. Tschüss.